Also mich selber würde es auch interessieren, was bringt denn, also wie sieht es eigentlich in deinen Augen aus? Was bringt dir dein Glaube so an sich? Hallo, ich bin Ali, ich bin 17 Jahre alt und ich bin Moslem. Es gibt ja so Menschen, die sagen, der Glaube bringt einem, was weiß ich, dass man nettere Menschen kennenlernt. Also es ist ja so, in der Gemeinde sind ja, also in der Kirche sollen die Menschen ja alle nett sein. Und dann denkt man sich so, ja, lerne ich nette Menschen kennen. Aber der Glaube ist für mich Sicherheit. Also dass ich, weil in der Bibel steht, dass Gott uns alle liebt. Und es ist voll das Geschenk, wenn du weißt, dass es jemanden gibt, der sich um dich kümmert, den es einfach interessiert, was du machst. Und es ist total schön. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man das nicht hat. Weil ich bin so aufgewachsen, meine Eltern haben mir das beigebracht und ich könnte mir das nicht vorstellen ohne. Es gibt jemanden, dem ich immer alles erzählen kann, mit dem ich über alles reden kann, den ich um alles bitten kann und das ist richtig geil. Also mein Glaube bringt mir so viel Freude. Jetzt hast du mich gefragt, was bringt dir eigentlich dein Glaube? Mein Name ist Friederike und ich bin 16 Jahre alt und ich bin Christin. So genau und intensiv kann ich das ja, glaube ich, nicht so beantworten wie du, aber ich könnte sagen, mein Glaube bringt mir einfach Frieden. Also ich bin, wie ich es so von meinen Eltern mitbekommen habe, also meine Eltern haben mich einfach so großgezogen, sei niemals irgendwie böse zu anderen. Man soll ja, also bei uns heißt ja Islam, Islam steht ja für Frieden und ich bin halt so damit groß geworden, ich kann nicht wirklich irgendwie auf Menschen böse eingehen oder sonstiges, sondern ich muss einfach immer lieb und nett sein, das habe ich irgendwie so an mir und mir bringt einfach mein Glaube diese Barmherzigkeit von Gott mit, weil ich ja ganz genau weiß, egal, also was heißt egal, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fehler begehe, dass ich ganz genau weiß, wenn ich um Vergebung bitte und sowas, dass mir auch Gott das verzeiht, weil Gott, wie du meintest, ja jeden Menschen liebt. Also bist du nicht so der Verfechter von dem, was so Islamisten in der Welt tun? Also du würdest eher sagen, dass euer Glaube mehr Friede bedeutet? Nee, auf keinen Fall. Also sowas wie, wenn du jetzt, was weiß ich, was es alles gibt, es gibt ja 10.000 oder so, ISIS, Al-Qaida und so. Ich finde, das sind einfach, für mich sind das keine Menschen oder keine Menschen. Das sind für mich einfach nur Geisteskranke in meinen Augen. Und das, was sie auch da tun und angeblich diesen islamischen Staat und sie handeln im Namen von Gott, das finde ich einfach nur lächerlich. Weil wenn sie genau wirklich dieses Religiöse hätten und auch den Koran oder Bibel oder Tora oder sonstiges so vertreten würden, dann wissen die auch ganz genau, dass in jedem einzelnen der Schriften steht, dass man nicht töten soll beziehungsweise keine Gewalt gegenüber anderen Menschen anwenden soll. Weil man hat nicht das Recht dazu, einem Menschen das Leben zu nehmen außer Gott.